Freunde, was da der Bauer Hausi. Bargeldfest in Kerzers. Wir wollen da sparkeln zum Mittagessen. Da sind sehr viele Leute da. Wir können liefern. So war es so. Wir haben das Risiko eingegangen und die Gesetze ausgeführt. Wir haben eine bestimmte Menge gebraucht. Und warum, dass wir vier sind, das nicht jeder wie die einzelnen Maschinen, ob die draußen sind, die wir brauchen, oder die, die zum Aufbereiten, Verwaschen, Sortieren, Kalibrieren etc. Dass nicht jeder die Investition machen muss. Haben wir es zusammengetan, dass wir die Kosten nur einmal haben. Dafür investieren wir in die modernen Maschinen investieren. Dass man das so fast auf alle vier verteilen kann. Gröber werden, so wie die und andere, die schlenker werden. Wir haben verschiedene Kaliber. Ein Kaliber ist 16 bis 22 mm, 22 bis 28 und 28 plus. Wie es der Abnehmer will. Dann haben wir auch verschiedene Sorten. Aber wir sehen auch, die verschiedenen Sorten sind nicht alle gleich schnell. Die einen kommen ein bisschen ändern im Frühjahr, die anderen später. Und so haben wir nicht gerade einen Bretsch. Dass wir auch die ganze Saison kontinuierlich Spargel haben. Wir haben hier gerne gemacht, die wirklich 25 cm einhalten und nicht irgendwie so einen Spargel von hier an so verletzen. Wenn sie so verletzt ist, ist noch gut, aber das ist die Zeit. Die wollen hier nachher den Tag töten, das ist traurig. Dann müssen wir es aufpassen. Wir haben ein Zwiebeln-Sämmchen. Wenn es das nicht gegeben hat, dann setzen wir die. Setzen. Und ein Jahr später ist die schon so und dann ist die schon so gross. Und einfach alles voll Augen. Plötzlich hat sie das Alter erreicht, in 5-6 Jahren, dann wird sie nicht mehr grösser, geht sie eben langsam hinten ab. Ja? Wir werden ja älter und plötzlich nicht mehr. Thank you.
werden die Sparten automatisch sortiert. Und jetzt noch eine Klasse für den Bauerhausi.